Ich bin heute in Liechtenstein und wir reden heute mit Professor Dr. Dr. Gierhake über das Thema Stiftungsmanagement in Liechtenstein. Und was es dabei alles zu beachten gibt, das schauen wir uns heute in diesem Video einmal gemeinsam an. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und heute sind wir in Liechtenstein, weil wir gründen mit unserem Mandanten auch sehr, sehr oft liechtensteinische Stiftungen. Und liechtensteinische Stiftungen müssen, damit sie aus dem deutschen Steuerrecht heraus akzeptiert werden, vor Ort gemanagt werden. Und auf dieses Management von Familienstiftungen hat sich Professor Dr. Gierhake spezialisiert. Wir machen sehr viele Fälle gemeinsam, also betreuen sehr viele gemeinsame Mandanten. Ich bin hier regelmäßig in Liechtenstein zu Besuch. Und Professor Gierhake hat einen Lebenslauf, wie ich ihn selten gesehen habe. Ich muss mir das extra mal alles aufschreiben. Er ist Diplom-Betriebswirt. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, hat noch einen zusätzlichen Master gemacht, hat dann nochmal ein LLM gemacht im Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht, Trustrecht, hat dann ein LLM im Banken- und Wertpapierrecht gemacht und noch einen dritten LLM in International Taxation gemacht. Korrekt. Promoviert im juristischen Bereich, nochmal promoviert in Wirtschaftsinformatik, also mit zwei Doktortiteln und ist Universitätsprofessor und momentan auch Lehrbeauftragter in Liechtenstein an der Uni, wo sie auch ihre Tätigkeit dann entfalten, wo sie jeden Tag im Büro vor Ort sind in Liechtenstein. Und Sie managen nicht nur für unsere Mandanten, auch für viele andere liechtensteinische Stiftungen. Und dazu ergeben sich jetzt ganz, ganz viele Fragen, die ich am liebsten einmal durchgehen würde. Wir können ja vorne einmal anfangen, was überhaupt eine Stiftung ist. Mhm. Und was ist eine Stiftung und wo ist der Unterschied zwischen einer deutschen Stiftung und einer liechtensteinischen Stiftung? Welche Version gibt es denn in Liechtenstein? Ja klar, Herr Juhn. Also eine Stiftung ist zunächst einmal eine juristische Person, mhm. also eine eigenständige Rechtspersönlichkeit. Und sie unterscheidet sich von anderen Unternehmensformen mit Rechtspersönlichkeit, wie zum Beispiel derjenigen einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft oder auch einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, dadurch, dass sie keine Anteilseigner hat. Das ist also eine Besonderheit der Stiftung, dass sie eine juristische Person ist, wie eine natürliche Person, aber eben als juristische Person, die nicht selbst handeln kann. Ja. Aber sie hat keine Eigentümer. Das ist so ein bisschen das Besondere und daran machen sich auch eine ganze Reihe von Eigenschaften fest, die für Unternehmer und vermögende Privatpersonen in Deutschland besonders interessant sein können. Okay, und ist so eine Stiftung jetzt für jeden interessant, also auch für normale Angestellte oder kommt das nur für Multimilliardäre in Frage? Was ist so der typische Stiftungsgründer? Ja. Sind das Deutsche, sind das Personen aus Liechtenstein? Wo kommen die her? Welche Vermögensklasse haben die? Ja, also man kennt Stiftungen natürlich eher im Umfeld von vermögenden Menschen. Ja, also man kann eigentlich das durchgehen. Die größte gemeinnützige Stiftung der Welt ist die Bill und Melinda Gates Stiftung aus den USA. Und auch in Deutschland gibt es also von vielen sehr bedeutenden Unternehmerpersönlichkeiten Stiftungen gemeinnütziger Art wie auch Familienstiftungen. In Deutschland sind die meisten gemeinnützig, im Ausland sind häufig privatnützige Stiftungen dabei. Aber es ist definitiv nicht nur etwas für Milliardäre, sondern ich würde mal sagen, ab einem liquiden Vermögen von etwa 1 Million Euro aufwärts, auch für vermögende Privatpersonen oder Unternehmer mit Immobilien oder mit Unternehmensbeteiligungen, ist das ein interessantes Vehikel. Unterhalb von 1 Million glaube ich eher nicht, dass es häufig spannend ist. Das liegt daran, weil die inneren Verwaltungskosten der Stiftung so eine gewisse Mindestsumme haben, sodass sich diese Mindestkosten dann auf weniger Vermögen verteilen. Mhm. Und da sagen viele dann, das ist mir zu schwer als Vehikel und das ist dann den Aufwand nicht wert. Aber für, ich sag mal, Otto Normalmillionär in Deutschland ist das also durchaus ein interessantes Konzept. Okay, und dann gibt es ja den ganz spannenden Unterschied zwischen der gemeinnützigen Stiftung, deren Erträge überwiegend gemeinnützigen Zwecken zugutekommen, also eben nicht demjenigen, der sie gegründet hat, der darf maximal ein Drittel in Deutschland bekommen. Mhm. Und darüber reden wir weniger, wir reden jetzt mehr über die Familienstiftung, also die Stiftung, wo die Erträge dem Gründer und dessen Familienmitglieder wieder zugutekommen. Ja, also wir können durchaus über beide Stiftungen reden, also sowohl über gemeinnützige Stiftungen als auch privatnützige Stiftungen, nur wir reden im Wesentlichen über liechtensteinische Stiftungen. Und da ist eigentlich diese in Deutschland bestehende Trennung zwischen gemeinnützigen Stiftungen und privatnützigen Stiftungen nicht so extrem, wie man das in Deutschland beobachtet. Also in Deutschland ist es ja so, dass etwa 95% der Stiftungen, die es gibt, sind gemeinnützig. Und nur 5% der Stiftungen, Größenordnung, es wird mehr, auch in Deutschland ist das ein interessanter werdendes Vehikel, sind Familienstiftungen. Ja. Ja, und
Wenn man jetzt aber ins Nachbarland mal Österreich schaut, als ein wirtschaftlich vergleichbares Land mit einer ähnlichen wirtschaftlichen Infrastruktur wenn man da hinschaut, die Österreicher haben Mitte der 90er Jahre ein eigenes neues Privatstiftungsregime eingeführt, was dazu geführt hat, dass dort etwa 90-95% der Stiftungen, der Privatstiftungen, privatnützig sind, also Familienstiftungen sind und nur 5-10% genau, also gemeinnützig. Ja. Also das liegt aber nicht jetzt daran, dass die Deutschen um den Faktor 20 irgendwie gemeinnütziger wären von ihrem Wesen her, sondern das liegt einfach in der Attraktivität des Geschäfts, der Struktur. Und bei Ihnen der Mandantenstruktur, sind die mehr gemeinnützig oder mehr privat? Das sind überwiegend privatnützige Stiftungen, aber diese privatnützigen Stiftungen haben in aller Regel einen gemeinnützigen Auffangzweck. Ja. Also da geht es meistens darum, dass die Unternehmerpersönlichkeiten oder die vermögenden Privatpersonen so haben wollen, dass für das Wohl und Wehe von sich selbst und ihren Familienangehörigen gesorgt ist, dass sie aber durchaus eine Offenheit dafür haben, dass das Vermögen, was für die Versorgung der Familie nicht unmittelbar gebraucht wird, dass man das sehr wohl auch gemeinnützigen Zwecken zur Verfügung stehen kann. Und so sind eigentlich fast alle unsere Stiftungen formal Familienstiftungen, aber es sind gemischte Stiftungen, wo also immer eine gemeinnützige Komponente oder häufig eine gemeinnützige Komponente mit drin ist. So nach dem Motto, wenn das Vermögen weiter wächst und nicht mehr benötigt wird zur Familienversorgung, dann kann man den Überschussertrag, wenn man so will, an ein Krebsforschungsprojekt oder an Rote Kreuz oder was auch immer dem Stifter da gerade wichtig ist, dann nutzen, um das auszuschützen. Genau. Und dann vielleicht reden wir über die steuerlichen Besonderheiten und die Bedeutung von der Frage, ob es privatnützig oder gemeinnützig ist fürs liechtensteinische Steuerrecht. Und wie werden solche Einheiten in Liechtenstein besteuert oder auch begünstigt steuerlich? Welche Besonderheiten gibt es da in Liechtenstein? Genau. Also wenn man jetzt von der liechtensteinischen Seite her das anschaut und das quer vergleicht mit der Situation in Deutschland, ist der Unterschied zwischen einer privatnützigen und einer gemeinnützigen Stiftung, ich sag mal so, qualitativ ähnlich wie in Deutschland, aber quantitativ ist es kein großer Unterschied. Also es ist eben so, wenn Sie eine Familienstiftung haben, die nicht steuerbefreit ist, dann unterliegt die dem ganz normalen liechtensteinischen Körperschaftsteuerregime. Ja. Steuersatz aktuell? Aktuell 12,5%. Ja, das ist etwas niedriger als die 15% Körperschaftssteuer in Deutschland. Genau, aber in Deutschland habe ich zumindest bei gewerblichen Einheiten noch das Problem mit den 15% in etwa Gewerbesteuer, die es in Liechtenstein letztendlich gar nicht gibt. Das heißt, wir reden immer nur über 12,5%. Ja, wir reden immer über 12,5%, auch aus einem anderen Grunde, weil eine liechtensteinische Stiftung, anders als eine deutsche Familienstiftung, selbst gar nicht originär gewerblich tätig sein darf. Ja. Ja? Also in deutschen Familienstiftungen ist das durchaus möglich. Ja. Und deswegen spielt auch die Gewerbesteuer in Einzelfällen, kann das eine Rolle spielen. Ja. Aber in Liechtenstein dürfen die eigentlich gar originär gar keine gewerblichen Tätigkeiten ausüben, sondern man gründet regelmäßig Tochtergesellschaften, zum Beispiel in Deutschland, die dann eben vor Ort ihre gewerbliche Tätigkeit ausüben und auch ganz normal in Deutschland besteuert werden. Und die Stiftung in Liechtenstein ist eigentlich nur Eigentümerin. Okay, welche Asset-Bereiche hat denn typischerweise dann so eine Stiftung? Eigentlich alle, die Sie in der unternehmerischen Vermögenslandschaft von typischen Unternehmern vorfinden. Das sind also klassischerweise Bankanlagen, Immobilien und Unternehmensbeteiligung. Das sind die drei Asset-Klassen, um die es in unseren Projekten und eigentlich regelmäßig geht. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten, da gibt es eben Leute, die haben ihre Unternehmen verkauft und sie haben dann ein Bankanlagen und überlegen sich, wie man das perpetuiert und wie man das nachhaltig organisiert. Oder auch auf der anderen Seite des Spektrums ein Familienunternehmen, wo es darum geht, das generationsübergreifend zu erhalten. Und beide, egal ob jetzt eine Bankanlagen haben oder ob sie eine Unternehmensbeteiligung haben, die haben häufig auch noch einen Immobilienbestand, die sie über die Zeit historisch aufgebaut haben, irgendwelche Zinshäuser oder irgendwas, was in Deutschland ist und was auch bleiben soll und was man eben dann auf eine liechtensteinische Stiftung überführen kann. Ja. Und da machen wir am besten ein separates Video nachher noch zu, was wir auch hier bei YouTube online stellen werden, wo wir eben über die drei Asset-Klassen sprechen. Ja. Immobilien, Aktienportfolio und Unternehmensbeteiligung. Okay. Irgendwo auf der Welt. Ja, gerne, natürlich. Und dann verlinken wir das auch hier und dann können die User dann auch da direkt durchschauen, auf das nächste Video rüber zu springen. Okay, und steuerlich sind wir dann bei 12,5% auf Gewinne in Liechtenstein. Ja. Ja, also der Satz ist 12,5%, was man aber, das klingt jetzt erstmal nicht wenig, also normal, nicht normal. Aber es kommt hinzu, dass Liechtenstein faktisch ein
sogenanntes territoriales Steuersystem hat. Das bedeutet, dass der Staat Liechtenstein im normalen Steuerregime, ja, also ganz normal wie das deutsche Körperschaftsteuerregime, vergleichbar im Grundsatz, dass die aber sagen, alles das, was außerhalb der Landscholle von Liechtenstein passiert, ist aus unserer Perspektive Ausland. Ja. Und das interessiert uns eigentlich nicht. Fast wie eine Offshore-Company, ja. Ja, aber ist nicht Offshore. Das, genau. Ist also das Steuerrecht Liechtenstein ist EU-rechtskonform ausgestaltet, wurde notifiziert bei den europäischen dafür zuständigen Verwaltungseinheiten. Damals, als das Steuerrecht neu gemacht wurde, 2011 war das, wenn ich mich da richtig entsinne, hat man eben diese Rahmenbedingungen mit berücksichtigt, eingebaut und von Anfang an darauf geachtet, dass das liechtensteinische Steuerrecht im Einklang steht mit allen steuerrechtlichen Harmonisierungsvorgaben, die man so hat, und hat das auch entsprechend sich schriftlich bestätigen lassen. Und jetzt neben den steuerlichen Besonderheiten, dass die Steuerlast erheblich reduziert wird, wie ist das mit den rechtlichen Rahmenbedingungen? Was gibt es da für Besonderheiten gegenüber anderen Rechtsformen? Ja, also zunächst einmal das liechtensteinische Stiftungsrecht besteht schon seit 1926. Also es ist schon ein recht altes Gesetz, was heute im Prinzip immer noch in ihren Wurzeln fortbesteht. Es wurde 2008 reformiert und auch auf den neuesten Stand gebracht, auch wieder EU-rechtskonform. Und es wurden viele Kritikpunkte, die man früher dem liechtensteinischen Stiftungsrecht gegenüber geäußert hat, hat man im Grunde genommen abgeschafft und ist angenähert an die üblichen Standards, wie es auch sonst in den Ländern drumherum, auch in Deutschland, üblich ist, wie man Stiftungen einberaumt. Das Besondere an den liechtensteinischen Stiftungen ist, wie bei allen liechtensteinischen Strukturen, dass der Kunde des Finanzplatzes, also der Stifter, dass dem eine relativ hohe Autonomität und eine hohe, viele Freiheitsgrade zugebilligt werden, die man in anderen Jurisdiktionen nicht kennt. Vielleicht als ein Beispiel. Eine liechtensteinische Stiftung gründet man relativ einfach. Ja, und sie wird im Prinzip in Zusammenarbeit mit einem Treuhänder vor Ort konzipiert. Und der Stifter errichtet sie dann. Und sie wird dann typischerweise nur noch in Liechtenstein hinterlegt als deklaratorischer Akt. Mhm. Also die Stiftung entsteht im Prinzip in dem Moment, wo der Stifter seine Unterschrift unter das Stiftungsgeschäft macht. Und ein Anerkennungsvorgang, wie man das in Deutschland kennt, dass man also erstmal zu einer lokalen Stiftungsaufsichtsbehörde gehen muss, und das ist zum Teil, wie ich mir habe berichten lassen, ein durchaus langwieriger Prozess manchmal, das gibt es da nicht. Ist ja irgendwie paradox, in Deutschland brauchen Sie noch nicht mal eine notarielle Beurkundung dafür, müssen aber bei der Bezirksregierung dann doch die Stiftung durchgeboxt bekommen, so ein bisschen. Und das ist aufwendiger, als eine GmbH im Handelsregister einzutragen, aber dafür brauchen Sie keinen Notar. Ja. Genau, und da gibt es auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Vorstellungen. Ne? Die Behörden haben unterschiedliche Vorstellungen, wie so eine Stiftung aussehen soll, dass man sie anerkennt. Und ab welchem Zeitpunkt ist die Stiftung errichtet? Also ich unterschreibe die Stiftungsdokumente. Mhm. Und dann habe ich die Stiftung in Liechtenstein. Im Prinzip ist das so, wenngleich es gibt sowas Ähnliches wie, es gibt ein Register, oder man macht Folgendes: der Treuhänder hinterlegt die Stiftungsurkunde bei Gericht. Und das ist im Prinzip, da gibt es auch eine Hinterlegungsbescheinigung vom Amt für Justiz, was also die Errichtung, die ordnungsgemäße Stiftung der Errichtung auch nach außen hin dokumentiert. Zeitgleich passiert bei der Errichtung der liechtensteinischen Stiftung, wenn wir das durchführen, immer, wenn deutsche Stifter damit im Spiel sind, eine Schenkungssteuererklärung in Deutschland, wo alle Unterlagen, die die Stiftung ausmachen, also Urkunde, Zusatzurkunde, Reglemente, alles das, was dazugehört, wird im Grunde genommen vom ersten Tag an den deutschen Finanzbehörden auch offengelegt, um sicherzustellen, dass diese Stiftung dort auch vor den Finanzämtern in Deutschland entsprechend anerkannt werden. Genau. Das heißt, in dem Zeitpunkt, wo die Stiftung gegründet wird, wird auch dem Finanzamt sofort mitgeteilt, dass der Stifter dort die Stiftung gegründet hat. Es geht ja dann am Grunde das erste Vermögen rüber, was vom Grundsatz her der Schenkungssteuer unterliegt. Und dann wird das offen dem Finanzamt kommuniziert und das Finanzamt von vornherein eingebunden. So ist das, ganz genau. Also wenn man jetzt sagt, es gibt in Liechtenstein, anders als in Deutschland, ein Mindestkapital, was erforderlich ist, um eine Stiftung zu gründen. Das liegt bei 30.000 Euro oder 30.000 US-Dollar oder 30.000 Schweizer Franken. Ja, das kann sich der Stifter aussuchen. Und dann nehmen wir mal an, es kommt ein Stifter und gründet das mit 30.000 Euro. Dann würde man eine Schenkungssteuererklärung anfertigen. Ja, oder vielmehr, das macht dann der deutsche Steuerberater, das machen Sie ja auch.
Und da wird dann angegeben der übliche Freibetrag von, ja, von 20.000 Euro und die nächsten 10.000 unterwirft man dann der Schenkungssteuer. Ja. Wenn das 30% sind und man in 100 rechnet, landet man bei 3.900 Euro. Und dann ist die Stiftung in Deutschland im Grunde genommen angemeldet, schenkungsversteuert, mhm, und sie haben den Rechtsträger der Liechtensteinischen Stiftung geschaffen. Und ich persönlich betrachte das immer, sie haben im Grunde genommen ein institutionelles Familienmitglied im Ausland gegründet. Ja. Was sie dann, was ihm zur Treue verpflichtet ist, ja, und mit dem sie dann weiterhin ihre Vermögensnachfolgefragen und Vermögensmanagementfragen diskutieren können. Okay, vielleicht dann noch eine wichtige Frage. Schenkung und Erbschaftssteuer entsteht ja immer in dem Land, wo der Schenkende oder der Erbe, ja, der die Person sitzt, die vererbt, mhm, und eigentlich auch in dem Land, wo der Begünstigte sitzt, jawohl, Liechtenstein. Genau. Zahle ich jetzt zweimal Schenkung und Erbschaftssteuer? Nein. Nein, die zahlen nur einmal Schenkungssteuer. Ja. Wenn wir über Steuern reden, aufgrund dieses territorialen Steuersystems Liechtenstein, ja, reden wir eigentlich fast immer über deutsche Steuern. Ja. Und die werden auch ganz normal immer bezahlt. In dem, ja, Fall bei dieser Schenkungssteuer von 3.900 Euro, die ich, mhm, als Beispiel genannt habe, das ist deutsche Schenkungssteuer. Mhm. Ja. Es ist wie immer, auch wenn die Liechtensteinische Stiftung in Deutschland irgendwelche Vermögenswerte hat, eine Immobilie, dann versteuert die als beschränkt steuerpflichtige Körperschaft in Deutschland Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Okay, in Deutschland. Ja, und in Liechtenstein gibt es nur, in Anführungsstrichen, eine, das habe ich noch nicht erwähnt, eben beim Steuersystem, eine Mindeststeuer von 1800 Schweizer Franken. Die ist also tatsächlich jedes Jahr, okay, zu bezahlen, unabhängig von den tatsächlichen Einkünften. Jetzt vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Sie sagen, 3900 ist die Schenkungssteuer. Wir haben ja 20.000 Freibetrag, 10.000 darüber hinaus, 30.000 kommen an. Da müsste ich doch nur auf die 10.000 die 30% zahlen. Ja. Aber jetzt sagen Sie, das ist ganz spannend, vielleicht auch für die Zuhörer, nicht 3.000, sondern 3.900. Genau. Warum 3.900? Ja, also wenn man jetzt 30.000 schenkte und 20.000 sind weg, ja, und auf die 10.000 wendet man die an, das sind ja dann 3.000. Ja. Wer muss das normalerweise zahlen? Das muss normalerweise der Schenker zahlen, aber, ja, auf Antrag kann es auch der Beschenkte zahlen, glaube ich. Ne? Der bezahlt der Beschenkte und es kann auch der Schenker zahlen. Genau, aber wenn das der Beschenkte zahlt, dann wäre das die Liechtensteinische Familienstiftung, dann würden, ja, die auch nur 27.000 dort ankommen. Genau, und dann würden nur 27.000, ja, ankommen und damit, ja, das nicht passiert, muss man von vornherein etwas mehr schenken, ja, damit tatsächlich 30.000 in Liechtenstein ankommen. Ich muss 33.000, also ich muss 30.000 schenken und muss freiwillig noch die Schenkungssteuer übernehmen von 3.000. Und weil ich dann als Schenker die 3.000 übernehme, darauf, genau, nochmal 30% sind, genau, dann eben nochmal 900. So kommt, so ist das. Ja, also, okay, ist immer so ein bisschen in 100 gerechnet. Ja, das sind so Feinheiten. Ja, also, ja, es spielt jetzt normalerweise in der Praxis keine allzu große Rolle. Gerade insbesondere dann, wenn man hinterher sagt, okay, ich habe hier ein Familienvermögen von 5 Millionen oder, ja, irgendwas. Ja, dann nimmt man meistens auch einen etwas größeren Eigenkapitalbetrag, um die Stiftung, ja, zu gründen. So läuft das im Prinzip. Okay, ne? Okay. Spannende Sache. Dann vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt, warum sollte ich jetzt keine deutsche Stiftung, sondern eine liechtensteinische Stiftung gründen? Das eine sind natürlich die Steuern, die dort reduziert sind. Gibt es noch weitere Gründe, die für eine liechtensteinische Stiftung sprechen? Ja, ich hatte es eingangs kurz erwähnt, dass die Privatautonomie in Liechtenstein eine sehr große Rolle spielt. Ja? Mhm. Und ich habe auch schon erwähnt, dass in Deutschland es relativ wenige Familienstiftungen gibt. Und das ist nach meinem Gespür, liegt das daran, weil das Instrument der deutschen Familienstiftung für viele Unternehmer und vermögende Privatkunden nicht hinreichend attraktiv erscheint, von der Rechtskonstruktion her. Und eine Bedeutung ist zum Beispiel darin, dass bei den deutschen Familienstiftungen zum Beispiel die lokale Stiftungsaufsicht eine relativ hohe Rolle spielt. Also wenn Sie an einer deutschen Familienstiftung irgendetwas ändern wollten, im Sinne der Satzung oder auch der Reglemente oder sonst was, brauchen Sie immer eine Zustimmung von den lokalen Stiftungsaufsichtsbehörden. Haben Sie keinen Rechtsanspruch drauf, sind, genau, Sie immer auf den Gutwill der Behörde angewiesen. Ganz genau. Und allein dieser Tatbestand, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen mittelständischen Unternehmer, der sich darüber nachdenkt, ein Familienunternehmen da einzubringen, und Sie sagen, okay, ich muss jetzt hier, um konkurrenzfähig sein, muss ich an meine Stiftungsstruktur was, ja, ändern. Und dann sitzt auf einmal ein Beamter von der lokalen Stiftungsaufsichtsbehörde mit am Tisch und meint, mitdiskutieren zu müssen, ob man eine neue Filiale in China, ja, gründen darf oder nicht. Und das allein die Tatsache ist für viele Unternehmer eigentlich wenig attraktiv. Also, ja, das ist so eine der Gründe. Und in Liechtenstein ist es eben so, dass sie optional kann der Stifter sagen, jawohl, ich unterwerfe das auch der liechtensteinischen, ja, Stiftungsaufsicht, die es dort auch gibt. Ja. Ja, aber verpflichtend ist das nur für gemeinnützige Stiftungen. Mhm. Bei den privatnützigen kann man das als Stifter selbst organisieren und sollte man auch vernünftig organisieren. Da wird
Wenn man das nicht richtig macht, dann besteht durchaus Gefahr für das Familienvermögen, wenn die sogenannte Foundation Governance nicht gut geregelt ist. Also man sollte eben sehr genau hinschauen, welche Personen innerhalb der Stiftung welche Rolle übernehmen. Wir schlagen dann immer vor, dass man ein geschäftsführendes Organ, einen Stiftungsvorstand und einen Stiftungsaufsichtsrat unterscheidet. Eine Stufe oben drüber, der Aufsichtsrat über dem Geschäftsführer. Der im Prinzip die Tätigkeit des Stiftungsvorstandes laufend überwacht. Und das ist deswegen wichtig, weil bei einer Stiftung, die ja keine Eigentümer hat, das ist ja die Besonderheit, da fehlt das Korrektiv des Gesellschafters. Normalerweise, wenn Sie sich eine GmbH vorstellen und die Geschäftsführung funktioniert nicht, dann kommt der Gesellschafter und schmeißt den Geschäftsführer raus. Das ist der natürliche Weg der Dinge, ist auch gut so. Bei der Stiftung würde das nicht gehen, weil es gibt keinen Gesellschafter. Und deswegen muss man etwas Ähnliches schaffen, dass man also sagt, überall ein vernünftiges Verhältnis von Verantwortung und Kontrolle muss man in die Stiftungs-Foundation Governance mit reinschreiben, sodass die Geschäftsführung der Stiftung auch vernünftig überwacht wird in dem, was sie im täglichen Geschehen tut. Genau, und dem liegt aber auch der Gedanke zugrunde, dass die Person, die die Stiftung errichtet, selber nicht in der Geschäftsführung und im Management mitmischt. Genau. So, und dafür braucht man eine Lösung, können wir vielleicht gleich nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. So ist es. Wer führt, wer überwacht, weil das auch für die steuerliche Anerkennung aus deutscher Sicht wichtig ist, dass es nicht der Gründer selbst ist. Aber vielleicht noch einmal vorher, ich habe mir noch aufgeschrieben, Asset Protection. Also die meisten Mandanten von uns, die Stiftungen gründen wollen, wollen im ersten Gedanken immer deutsche Stiftungen gründen, weil sie sagen, ich will Vermögen aus der privaten Sphäre übertragen auf eine Stiftung, damit es juristisch jemand anderem gehört und sollte ich privat haftungsrechtliche Probleme haben, in die Privatinsolvenz gehen, weil Unternehmer haben ja häufig auch in Deutschland haftungsrechtliche Probleme, wollen die einen Teil ihres Vermögens auf eine deutsche Stiftung übertragen haben. Ja. Und jetzt machen wir das nicht mit einer deutschen Stiftung, sondern mit einer liechtensteinischen Stiftung. Und es gibt ja so verschiedene Maßnahmen, weil einerseits habe ich die politischen Risiken. Theoretisch könnte ich enteignet werden. Da macht es schon Sinn, dass ich Vermögen auf mehrere juristische Personen in mehreren Ländern übertrage. Ja. Das ist das eine. Das andere sind unternehmerische Haftungsrisiken. Wenn ich alleine bin, also ein Einzelunternehmen habe, dann hafte ich bei einer OAG komplementär, bei einer KG auch. Ja. Bei einer GmbH kann ich theoretisch eine Durchgriffshaftung in Deutschland haben. Auch als Geschäftsführer könnte ich haften. Dann habe ich auch familiäre Risiken. Zum Beispiel kann ich, wenn ich was erbe, habe ich eine Pflichtteilsverpflichtung unter Umständen. Oh, ja. Ich kann auch erben und das ist Immobilie und ich habe kein Geld, muss trotzdem Schenkungssteuer zahlen und Erbschaftssteuer zahlen. Ich habe auch ein Problem innerhalb der Ehe, da kamen auch viele Unternehmer, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass auf einmal im Rahmen des Güterstands ich verpflichtet bin, einen Zugewinn auszugleichen von meinem Vermögen, was ich besitze. Dann sehe ich noch steuerlich die Risiken als Steuerberater, dass irgendwie die Steuernachzahlung kommen, weil ich irgendwie vergessen habe, Lohnsteuer, Umsatzsteuer oder was auch immer. Oder man hatte mal Geld im Ausland, muss wegen der Selbstanzeige dann auch noch Steuern nachzahlen, letzten 10 Jahre oder 13 Jahre in manchen Fällen. Ja, egal, auf jeden Fall kommt da so ein Haftungsmantel, aber so ein Haftungsrisiko auf mich zu und ich hätte gerne im Voraus Geld, woanders ein bisschen isoliert, damit ich ruhig schlafen kann. Hilft mir die Liechtensteinische Stiftung dabei? Ja, aus verschiedenen Gründen. Alle diese Risiken, die Sie aufgezählt haben, die sind sehr real. Und das sind in der Tat mit unterschiedlichen Prioritäten immer wieder Themen, die wir in der Praxis hören. Das sind, bei dem einen liegen die unternehmerischen Haftungsrisiken im Vordergrund der Überlegungen. Andere sagen, ich habe vielleicht eine Ehe im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und wenn wir uns scheiden sollten, dann muss ich meine Ehefrau oder meinen Ehemann, es gibt ja auch die umgekehrte Konstellation natürlich, den muss ich die Hälfte des Zugewinns in bar, also in Geld, zahlen und wo neu ich das hernehme. Meine ganzen liquiden Vermögenswerte oder meine Vermögen sind in der Stiftung. Oder nicht in der Stiftung, in Unternehmensbeteiligung. Unternehmensbeteiligung, Immobilien, Aktien. In solchen illiquiden Bereichen. Ja. Und egal, welche Begehrlichkeiten man hat, ob das jetzt aus einer unternehmerischen Haftungssituation entsteht oder aus einer familiären Situation oder auch aus steuerlichen Änderungsrisiken, alle Begehrlichkeiten sind, wenn man genau hinschaut, eigentlich immer nur auf einen Punkt gerichtet, nämlich auf das Eigentum, auf das Vermögen. Ja? Vermögen im Sinne von Eigentum. Ja? Also, und die Stiftung ist, und das haben wir ganz am Anfang ja gesagt, die einzige Rechtsform, die verbreitet ist, wo eben die Eigentumskette der Vermögenswerte, die der Stiftung zugerechnet werden, zu den Begünstigten der Stiftung abreißt. Das heißt, das Vermögen ist weg. Ja? Ja. So, das heißt, Sie haben im Prinzip mit einer liechtensteinischen Stiftung die Möglichkeit, einen neuen Player im Familienverbund
im Ausland zu gründen, wie einen Familienangehörigen, deswegen hatte ich das eingangs so genannt, Vermögenswerte dorthin zu übertragen und auch, also die Werte, die sie übertragen haben, nehmen wir mal die 30.000 aus dem Eingangsbeispiel, die sind geschenkt und die gehören dann der Stiftung. Ja? Und dann gibt es noch Anfechtungsfristen, in Deutschland sind es 4 Jahre, im Ausland kann man die verkürzen, in Liechtenstein geht das bis auf 1 Jahr runter, diese Anfechtungsfristen. Welches Recht gilt? Das hängt davon ab, welches Recht man vereinbart hat bei dem jeweiligen Geschäft. Wenn Sie eine liechtensteinische Stiftung gründen, dann vereinbaren Sie dann natürlich liechtensteinisches Recht. Und das können Sie auch wählen, dürfen Sie wählen, nach internationalem Privatrecht Deutschlands. Und damit gilt an der Stelle liechtensteinisches Recht. Und damit kann man eben diese Schenkung auch nur innerhalb von 1 Jahr typischerweise anfechten. Ja, also man rutscht da schon raus. Und das gilt natürlich nicht nur für die 30.000 Euro, sondern alle Vermögenswerte, die Sie schenkweise und nach liechtensteinischem Recht auf die Stiftung übertragen. Und für diejenigen Vermögenswerte, die Sie nicht schenkweise übertragen, da kommt eine andere Form der Asset Protection ins Spiel, nämlich diejenige, dass Sie den Charakter des Vermögens ändern. Charakter bedeutet Folgendes. Wenn Sie in eine solche Haftungssituation kommen, wie wir sie jetzt mal exemplarisch geschildert haben, welche Art von Vermögen ist für den potenziellen Gläubiger, egal ob Unternehmenskunde oder scheidender Ehegatte, welche Art von Vermögen ist denn das attraktivste? Cash. Genau, Cash, Bankvermögen. Ja? Schauen Sie, das ist genau der Punkt. Ja? Und deswegen kann man auch sagen, Bankvermögen, Depotanlagen oder so etwas, das sind diejenigen Vermögenswerte, die aus Asset Protection Sicht sofort im Feuer stehen. Ja, egal was passiert, die werden als erstes gepfändet, da kommt sofort der Kuckuck drauf und das ist auch für die Leute am attraktivsten, das können sie so schnell mobilisieren. Ja. An der Unternehmensbeteiligung, die sie jahrzehntelang aufgebaut hat, kein Mensch Interesse, weil sie genau... Personengebunden. Ja, natürlich. Ja, genau. Und da sehen Sie, das ist eine Art der Qualität des Vermögens. Ja. Ja, sie haben, das mag jedes Mal 1 Million sein oder auch 2 oder 5, aber für einen Gläubiger ist 1 Million auf dem Bankkonto viel attraktiver als die gleiche Million in Immobilien oder gar in einer personengebundenen Unternehmensbeteiligung. Ja. Und deswegen geht es für diese Arten von Vermögenswerten im Zusammenhang mit einer liechtensteinischen Stiftung immer darum, den Charakter des Vermögens zu ändern. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, was wir sagen, wenn es um ein Bankvermögen geht, bring das ein in die Stiftung, nicht in Form einer Schenkung, sondern wir kaufen dir das Bankdepot ab. Die Stiftung kauft es dir ab und der Stifter gewährt der Stiftung ein Darlehen. Ja, interessant. In der Höhe des Wertes des Bankdepots. Ja. Und dieser Darlehensvertrag, den kann man dann marktüblich ausgestalten mit Zinsen und Tilgung und allen möglichen und mit zusätzlichen liechtensteinischen Asset Protection Möglichkeiten. Und das ist genau das, was wir an der Stelle auch gelegentlich tun. Und einer deutlich längeren Laufzeit natürlich. Richtig. Längeren Kündigungsfristen, sodass man, wenn man hinterher in eine Haftungssituation hineingelangt, dann ist man natürlich zur Kooperation mit den Gläubigern und den Behörden und den Gerichten und so weiter alles verpflichtet. Ja. Man muss alles offenlegen, was man hat. Und dann legt man offen, sagt hier, das ist der Darlehensvertrag. Bitte, ich helfe auch gerne mit. Ja. Übertrieben dargestellt, in 10 Jahren fällig. Genau, und das ist aber weniger attraktiv, als jetzt direkt in ein Bankkonto reinzupfänden. Man ändert den Charakter des Vermögens, man ändert ihn nicht vom Wert her, sondern von der Art her. Das ist der Mechanismus, genau. Spannend. Und ich habe noch die Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer gespart, weil das Vermögen ging ja nicht über eine Schenkung oder über einen Erbfall rüber, sondern durch einen Verkauf. Genau, ich habe dann an der Stelle natürlich Verkauf, also da kann es sein, dass stille Reserven ertragssteuerlich aufgedeckt werden, das muss passieren. Aber Sie haben natürlich recht, ich zahle keine Schenkungssteuer bei den Vermögensüberführungen auf die Stiftung. Ja. Das ist offensichtlich. Was noch viel schöner ist oder was man meistens vergisst, ist, dass natürlich auch eine Darlehensrückzahlung einkommensteuerfrei ist. Steuerfrei. Genau. Also vielleicht müssen wir da mal kurz einen Punkt machen. Wenn nämlich das Geld normalerweise rauskommt, zählt das so ein bisschen wie eine Gewinnausschüttung aus einer GmbH. Genau. Und ist wie eine Gewinnausschüttung aus einer GmbH mit 25% steuerpflichtig. Genau. Fällt dafür Quellensteuer in Liechtenstein an oder geht das aus der Liechtenstein-Stiftung komplett steuerfrei erstmal raus an den deutschen Begünstigten? Liechtenstein kennt keine Quellensteuer. So. Das heißt, es geht komplett ohne Quellensteuer aus Liechtenstein raus und kommt in Deutschland als Dividendeneinkünfte, als Gewinnausschüttung an mit 25%. Aber wenn ich jetzt nicht den Weg gehe, sondern die Rückzahlung des Darlehens, dann ist es steuerfrei. Korrekt. Ja. Genau. Sie geben der Stiftung in dem einen Beispiel das 1 Million Darlehen. Das wird auch dann verzinst mit einer marktüblichen Verzinsung. Die Zinsen muss man auch in Deutschland ganz normal auch wieder der Abgeltungssteuer oder vielmehr den 25% plus Lodi plus Kirchensteuer gegebenenfalls unterwerfen.
Aber eine Darlehensrückzahlung in Höhe von 1 Million ist steuerfrei. Ja? Ja. Und das ist eigentlich auch unser Rat, dass wir sagen, ja, wir machen auch Stiftungsleistungen, mhm. aber schichte doch erstmal die Darlehen ab und leb erstmal aus den Darlehen. Mhm. Bei der Gelegenheit wird auch das Erbschaftssteuersubstrat noch zusätzlich kleiner genau. über die Zeit. Ne? Klar, weil das Vermögen auch nicht mal beim Stifter anfällt und sich dort vergrößern kann. Ja? Genau. Weil jedes Asset selber wirft ja auch wieder Erträge ab genau. und das Vermögen wird nur noch sonst noch größer. Ja. Und das ist genau das, was ja mit der Stiftung passieren soll. Ja. Das Vermögen soll weiter wachsen, das ja. Familienvermögen soll. Nur alle Vermögenswerte, die im Eigentum der Stiftung stehen, ja. wenn die im Wert ansteigen, mhm. Dann steigen die typischerweise stärker an. Eine Unternehmensbeteiligung, nehmen wir mal an, mit einer Rendite von 10, 15, 20 Prozent im Jahr, ja. wenn das gut läuft, ja, oder auch noch mehr natürlich. Mhm. Das wächst ja schneller als der Darlehenszins für das Stifterdarlehen. Das heißt, über die Zeit thesauriert sich Vermögen auf ja. der Ebene der Stiftung. Ja. Und wenn jetzt der Stifter irgendwann einmal versterben würde, ja. dann muss er natürlich die noch bestehenden Darlehensrückzahlungsansprüche der Erbschaftssteuer unterwerfen. Mhm. Aber die Vermögenswerte, die der Stiftung zugewachsen ja. sind, die sind nicht mehr erbschaftssteuerpflichtig. Und das spannende Thema ist auch die Erbersatzsteuer. Mhm. Da würde ich vielleicht im nächsten Video nochmal detaillierter drauf gehen, ja. wenn wir die Assets durchgehen. Aber vielleicht an dieser Stelle kann man das schon mal erwähnen, dass ein Vermögen in Deutschland der Erbersatzsteuer unterworfen wird, wenn es einer deutschen Stiftung zugerechnet wird. Wenn es einer liechtensteinischen Stiftung zugerechnet wird, wird weder das liechtensteinische Vermögen noch das deutsche Vermögen der allen 30, also der immer 30 Jahre anfallenden Erbersatzsteuer in Deutschland unterworfen. Also das heißt, wenn ich das Vermögen einmal übertragen habe auf die liechtensteinische Stiftung, ist es der deutschen Erbschaftssteuer in der Regel, also auch der Erbersatzsteuer, komplett entzogen und auch zukünftige Wertsteigerung komplett ohne Erbschafts- und Schenkungssteuer. Korrekt. Also ich muss mich am Anfang einmal um die Erbschaftssteuer und um die Ertragssteuern kümmern. Ja. Auf beiden Ebenen habe ich einmal beim Übergang auf die Stiftung ja. mich darum zu kümmern und da zahle ich sauber meine Exit-Tax, wenn man ja. so will. Ja. Und anschließend kann man sagen, dann bin ich eigentlich mit den Vermögenswerten, die der Stiftung gehören, in Deutschland nur noch beschränkt ja. steuerpflichtig und zahle weiterhin Steuern, aber eben wirklich nur noch aus deutschen Quellen. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt bei der, ich sag mal, die doppelte Exit-Tax, einmal die bei der Schenkungssteuer bezahle, sind zukünftige Wertsteigerungen ohne Schenkungssteuer. Mhm. Und wenn ich bei den Ertragssteuern zahle, also muss ich ja zusammenzahlen, wenn ich zum Beispiel mein Wertpapierdepot, was 100 Geldeinheiten Wert hat, 100 gekauft, auf 150 gestiegen, muss ich natürlich die 50 Wertsteigerung versteuern, mhm. habe aber zukünftige Wertsteigerung eventuell auch komplett steuerfrei in der liechtensteinischen Stiftung. Genau. Das heißt, einmal diese Exit-Tax bezahlt, bin ich stark steueroptimiert. Genau. Ne? Ja, und wenn man jetzt überlegt, ein Familienvermögen hat vielleicht eine Rendite von 6%, mal mhm. angenommen, das Familienvermögen bei einer Rendite von 6% verdoppelt sich alle 12 Jahre. Ja. Ja, und wenn man jetzt sagt, da kommt ein 60-Jähriger und der lebt noch 20 Jahre oder 30, mhm. dann ist das Vermögen innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre schon bei dieser Verzinsung vielleicht ein Vierfaches wert. Ja. Aber beim Erbschaftssteuersubstrat bleibt es bei dem heutigen Wert. Ja. Das ist eigentlich die langfristige Idee. Also wir entziehen Deutschland keinerlei Substrat. Es bleibt alles ganz normal da. Nur der zukünftige weitere Wertgewinn, ja. der passiert dann halt eben nicht mehr in Deutschland, sondern im Ausland. Okay, das sind ja ganz viele, das sind ja gefühlt hunderte von Vorteilen. Es gibt aber eine noch große Herausforderung, die muss ich meistern, das haben wir eben angedeutet. Wer kontrolliert die Stiftung? Wer hat Einfluss auf die Stiftung? Wir haben eben angedeutet, dass die Person, die es stiftet, die darf nicht die Kontrolle haben. Wie macht man sowas in der Praxis? Also bei Ihnen, also Ihre Tätigkeit ist ja eben nicht, Stiftung zu errichten. Mhm. Dazu machen wir wahrscheinlich noch ein Video mit einem anderen Kollegen aus Liechtenstein, mit dem Treuen, mit dem Anwalt, der eben sich auf die Stiftungsgründung spezialisiert hat. Das ist nicht Ihre Tätigkeit, sondern Ihre Tätigkeit ist das Management, den Stifter dann ein Leben lang zu betreuen. Genau. Wie funktioniert das mit Stiftung, Aufsichtsrat? Was kann man da so empfehlen? Genau. Also da ist vielleicht erstmal wichtig, man muss im Prinzip eine liechtensteinische Stiftung sehr ähnlich gründen wie eine deutsche Familienstiftung vom Grundsatz her, damit sie in Deutschland anerkannt werden kann. Und das wesentliche Merkmal einer deutschen Familienstiftung, anders als das zum Beispiel in Österreich der Fall ist, ist das der Unwiderruflichkeit. Ja. Das Stiftungsgeschäft ist einmal da und das ist unwiderruflich. Und wenn man das schon mal gesetzt hat, dann hat man im Grunde genommen 80-90% des Weges der ja. steuerlichen Anerkennung, wenn man so will, in Deutschland eigentlich schon mal hinter sich. Das ist schon mal das Allerwichtigste, wo sich übrigens auch diese neuen liechtensteinischen Stiftungen von den früheren liechtensteinischen Stiftungen, die von manchen Deutschen ja für Steuerhinterziehungszwecke ja. verwendet wurden, unterscheidet. Die waren alle widerruflich. Ja, genau, aber das Problem ist ja, dass so eine liechtensteinische Stiftung so einen unseriösen Touch hatte. Ja. hatte. Genau.
Und man hat immer das Gefühl, wenn man eine Stiftung in Liechtenstein errichtet, dann macht man was nicht ganz Legales, ja. Weil es wurde ja schon mehrmals durch die Presse gezogen. Ja, ja, klar. Das war früher so. Jetzt nochmal, vielleicht nochmal den einen Punkt, warum ist die Liechtensteinische Stiftung jetzt wirklich en vogue, also modern, auch für vermögende Leute wirklich das richtige Vehikel? Mhm. Wo ist der Unterschied? Warum ist das jetzt auf einmal richtig seriös geworden? Schauen Sie, Herr Jun, ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Schweiz und am Finanzplatz in Liechtenstein aktiv. Ja. Und ich habe die Zeiten noch kennengelernt, als ich in die Schweiz umgezogen wurde, zu denen eben dann manche deutsche Bürger die Schweiz und die Liechtenstein als Versteck für Gelder verwendet haben, missbraucht haben. Ja, das ist ja auch damals mit der Zumwinkel-Affäre und diesen Dingen kam das hoch, ist durch die Presse gegangen. Also, vielleicht Zumwinkel hat halt eine liechtensteinische Familienstiftung und Zumwinkel ist wegen Steuerhinterziehung, hat dann sein Verfahren dafür bekommen. Ja, und es war nicht nur Zumwinkel, da waren natürlich auch Politiker und bis in die höchsten Kreise. Ja. Und auch der Herr Kohl hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert in all diesen Dingen. Aber das gibt doch jetzt den Eindruck, dass eine liechtensteinische Familienstiftung Steuerhinterziehung ist. Genau, das ist bei vielen Leuten auch im Hinterkopf. Ja. Und ich habe diese Zeit noch kennengelernt. Und dann es gab dann eben zu dieser Zeit um die Zumwinkel-Affäre herum, gab es eine wesentliche politische Änderung, die letztlich, wenn ich das richtig sehe, gab vorher schon Anzeichen, aber der entscheidende Ausschlag war die sogenannte Liechtenstein-Erklärung des Fürsten oder des Erbprinzen in Liechtenstein, also des Monarchen. Mhm. Und in der wurde die sogenannte Weißgeldstrategie, in 2009 war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beschlossen. Und da hat damals der Fürst gesagt, oder der Erbprinz, ich weiß gar nicht genau, wer es von den beiden waren, dass Liechtenstein ab sofort mit allen internationalen Standards in steuerlichen Dingen mitmacht. Bei den OECD-Standards, dass sie sich öffnen für steuerliche Kooperation und so weiter. Und das war damals nicht nur ein Lippenbekenntnis des Fürsten, sondern der gesamte Finanzplatz hat dann mitgezogen. Ja, also es haben wirklich alle genau das gemacht. Und heute ist im Prinzip Liechtenstein ein Musterschüler in Zusammenarbeit mit internationalen Steueraustausch. Und es gibt einen automatischen Informationsaustausch, wo also Bankkonten automatisiert nach Deutschland gemeldet werden und so weiter. Also das war damals schon absehbar. Und als sich das absehbar war und die ersten Schritte auch erkennbar waren, dass das auch ernst gemeint ist, habe ich mich 2012 selbstständig gemacht mit meiner kleinen Firma und sage, okay, jetzt ist eigentlich Liechtenstein erstmalig auf der Landkarte der seriösen Vermögensgestaltungsjurisdiktionen zu identifizieren. Und seitdem mache ich dieses Geschäft, habe ich diese Firma gegründet. Und ja, klein gegründet, sagen Sie, so klein sind Sie nicht mehr. Also wenn ich mich so umgucke, wie viele Leute haben Sie jetzt hier aktuell? Ja, also wir machen unser Geschäft mit einem überschaubaren Team. Also es ist schon wichtig, dass wir den persönlichen Kontakt zu den Stiftern und zu den Familien und auch zu den Vermögenswerten, die uns anvertraut werden, sehr, sehr ernst nehmen und das vernünftig betreuen. Und wir wollen eigentlich da auch kein großes Massengeschäft draus machen, sondern haben den Anspruch, jeden Kunden individuell zu betreuen, ob die Stiftungsurkunden und all diese Dinge auf die Besonderheiten der Familie abzustimmen. Stellen Sie sich vor, es gibt eben einen nicht verheirateten ohne Kinder und es gibt eben auf der anderen Seite eine eher dynastisch organisierte Familie mit 5 Kindern und 20 Enkelkindern. Ja, dann gibt es völlig unterschiedliche Vorstellungen, wie mit dem Familienvermögen umgegangen werden soll. Ja. Und all das muss natürlich Eingang finden in eine vernünftige Stiftungskonzeption schon auf der Urkundenebene. Und das ist häufig auch sehr individuelle Feinarbeit und das kostet Kraft und Zeit und da muss man sich mit jedem Einzelfall sehr ausführlich beschäftigen. Okay, und wie ist denn jetzt die Struktur? Weil also am besten machen wir noch ein weiteres Video dazu, neben den Asset-Themen, zu dem Thema, wie muss ich die Gesellschaft intransparent gestalten, also vom Stifter lösen, damit sie aus deutscher steuerlicher Sicht anerkannt wird. Genau. Das ist eben auch, ich sag mal Stichwort Zumwinkel, wichtig, dass es gelöst wird vom Stifter. Und wie ist das mit der Einfluss, mit dem Kontrolle? Wer ist Geschäftsführer, wer ist im Aufsichtsrat, wie sieht das aus? Genau. Richtig, da waren wir ein bisschen abgedriftet, Herr Jun, aber das macht ja nichts, ist ja wunderbar. Also ich muss an der Stelle vielleicht noch mal kurz anfangen, bei den deutschen Familienstiftungen ist es völlig normal, dass der Unternehmer selbst dass der selbst Vorstand in der Familienstiftung wird und meistens sogar allein Vorstand. Ja. Der überträgt seine Millionen auf die Stiftung und ist danach Vorstand und verfügt wieder über das gleiche Geld. Nur juristisch nicht mehr sein. So ist das in der deutschen Familienstiftung. Also eigentlich ist die deutsche Familienstiftung vergleichsweise simpel und löst eigentlich das eigentliche Problem auch nicht. Das eigentliche Problem, was die Stiftung ja löst,
oder lösen soll, ist das Problem, was denn passieren soll, wenn der Stifter ausfällt. Mhm. Ja? Und wenn Sie eine Stiftung so in Deutschland gründen, mit dem Unternehmer als alleinigen Stiftungsvorstand, ist damit die Frage ja eben nicht beantwortet, was passiert, wenn eben dieser Person etwas zustößt. Ja. Ja? Und das bauen wir im Grunde genommen vom Anfang an in Liechtenstein ein bisschen anders. Einerseits aus steuerlichen Gründen, aber andererseits auch aus Stabilitätsgründen. Also wir lassen unsere Stifter häufig probesterben. Das ist so klingt ein bisschen morbid und sarkastisch, aber wir machen das ganz, wir sagen das ganz, lieber Herr Meier, was würde denn passieren, wenn Sie gestern vor dem Baum gefahren wären und da das nicht überlebt hätten? Ja? Und ich sag mal so, das überlegt man dann gemeinsam und meistens ist das, was passiert, nicht das, was derjenige will, was passiert. Ja? Und anhand dessen erkläre ich dann immer, eigentlich muss man doch ein Familienvermögen nachhaltig so aufbauen, dass eine jede natürliche Person im Prinzip sterben kann oder eben etwas zustoßen kann, ohne dass das Familienvermögen als solches in Gefahr gerät. Ja. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt für eine vernünftige Foundation Governance. Also wo man sagt, man organisiert eine Stiftung, die keine Eigentümer hat auf eine Art und Weise, dass jeder natürlichen Person irgendetwas zustoßen kann, ohne dass die Stiftung als solche instabil wird oder gar irgendwelche Notverkäufe oder irgendetwas passiert, was man nicht antizipiert hat. Mhm. Und ein bewährter Mechanismus, um das zu tun, ist eben bei einer Stiftung, anders als das in Liechtenstein üblich ist und auch in Deutschland üblich ist, nicht mit einem Organ zu gründen, also einem Geschäftsleitungsorgan, sondern mit zwei Organen, mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat. Das ist im Grunde genommen so ähnlich wie bei einer deutschen Publikumsaktiengesellschaft. Ja, wenn Sie sich eine Siemens AG vorstellen, da gibt es den Vorstand der Siemens AG, der macht die Geschäftsführung von der Siemens, das ist ja ein Riesenladen, und der unterschreibt die Verträge und so weiter. Aber der ist unter der Aufsicht des Aufsichtsrates. Da guckt ihm jemand auf die Finger. Ja. Und der Eigentümer der Siemens AG, der einzelne Aktionär, hier jemand, der hier draußen sitzt und in seinem Bankdepot 5 Siemens Aktien hat, der ist zwar formal auch unternehmerisch an der Entscheidungsbildung beteiligt, aber mit seinen 3 Aktien kann er nichts anfangen. Ja, Versammlung, genau. Genau. Ja, und da können Sie sich vorstellen, wenn das so ist, dass eben die Aktionäre keinen unmittelbaren Einfluss ausüben auf die Geschäftsführung und man einen Aufsichtsrat etabliert, um an deren Stelle die Kontrolle durchzuführen, das ist aber in der Stiftung ja sehr ähnlich. Es gibt gar keine Aktionäre mehr, aber die Mechanismen, die für eine Publikumsaktiengesellschaft sich als bewährt herausgestellt haben, die kann man sehr wohl auch bei einer liechtensteinischen Stiftung bauen, nachbauen. Wenn ich Sie nicht kennen würde und ich mit meinem Mandanten jetzt nach Liechtenstein fahren würde, dort mit unserem dortigen Anwalt die Stiftung errichten würde und der Anwalt mir sagen würde, so jetzt brauchen Sie hier noch einen Geschäftsführer oder Vorstand und einen im Aufsichtsrat. Ja. Dann hätte ich dafür keine Lösung. Ja. Aber jetzt kennen wir uns. Wie sieht die Lösung aus? Wie helfen Sie unserem Mandanten dabei? Ja. Also ich meine, wenn man eins gesehen hat bei unserem bisherigen Gespräch, ist ja, dass eine Stiftung nicht ein Instrument ist, wie jedes andere, was man sehr schnell errichtet und dann wieder abbestellt, sondern das ist im Prinzip ein Instrument, was man sehr fundiert überlegen muss, wo man eigentlich keine großen Fehler, zumindest bei den unwiderruflichen Dingen, machen darf, weil die hinterher nur schwer korrigierbar sind oder eigentlich nicht korrigierbar sind. Das heißt, da darf man nicht allzu viele Fehler machen. Dann ist natürlich immer das Spannungsfeld zu berücksichtigen, einerseits unwiderruflich Strukturen zu schaffen und andererseits das berechtigte Interesse des Stifters, des Unternehmers, nach wie vor auf eine intelligente Art und Weise, die aber im Einklang ist mit den deutschen steuerrechtlichen Vorschriften, Einfluss auf die Stiftung immer noch zu übernehmen. Ja? Mhm. Und ich sage mal so, in den letzten Jahren war es häufig so, dass die Klärung aller dieser Fragen, die damit in Verbindung stehen, durchaus eine Zeit gebraucht haben. Also ich habe unternehmerische Projekte, wo wir allein 3 Jahre über die Stiftungssatzung diskutiert haben. Allein über die Stiftungsdokumentation, weil wir einfach versucht haben, alle möglichen Besonderheiten zu berücksichtigen. Und das haben wir im Prinzip inzwischen ein bisschen geändert und nutzen da im Grunde genommen die Flexibilität des liechtensteinischen Gesellschaftsrechts, dass wir sagen, wir starten mit einer Stiftungskonstruktion, wo wir am Anfang erstmal nur auf diejenigen Dinge
besonderen Wert legen, die aus deutscher steuerrechtlicher Perspektive wichtig sind für die Anerkennung. Ja? Und dass wir im Übrigen die Stiftungsdokumentation so flexibel gestalten, dass wir nach der Errichtung Schritt für Schritt die Module an die Stiftung anflanschen können, die der Stifter braucht. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, Sie haben gesagt, Sie kommen nach Liechtenstein, man kann das nicht sofort alles lösen. Das kann zum Beispiel schon daran scheitern, dass der Unternehmer eben spontan keine drei Mitglieder oder fünf Mitglieder für einen Aufsichtsrat einfallen. Ja, also man sagt, wer kann das sein? Ja? Familienmitglieder sollten es eigentlich nicht sein, dann trägt man ja Familienkonflikte in die Stiftung rein oder so. Ja? Und dann denkt man einen Moment nach und dann ist man erstmal gestoppt und dann muss man auch mit dem erstmal diskutieren, wärst du denn bereit, diesen verantwortungsvollen Job übernehmen und so weiter. Bremst. Ja? Und deswegen gibt es Mechanismen, wo man sagt, wir gründen die Stiftung erstmal vorab mit einer Stiftung und einem Platzhalter für den Aufsichtsrat und der Stifter behält aber das Recht, diesen Protektor, wie wir den nennen, jederzeit in einen vollen Aufsichtsrat auszutauschen zu einem späteren Zeitpunkt, um den Einfluss ausüben zu können. Ja. Und dann kommt das Schritt für Schritt, wird gegründet, Aufsichtsrat bestellt, dann kommt ein Immobilienmodul, dann kommt ein unternehmerisches Beteiligungsmodul, dann kommt ein liquides Modul und man entwickelt das über die Zeit. Und am Anfang besetzen Sie und Ihr Team diese Position, solange wie der Stifter das will bis er das dann einmal ersetzt oder austauscht oder bis in alle Ewigkeit. Ja, genau, auch das ist so eine wichtige Sache. Also in Liechtenstein ist das manchmal immer noch so, dass manche Treuhänder an der Stelle im Grunde genommen eine Amtszeit oder so etwas gar nicht vorsehen. Ja, das machen wir sehr wohl, dass wir sagen, also wir müssen eine gewisse Zeit lang, um die Stiftung anerkennen lassen zu können, brauchen wir eine gewisse Kontinuität im Vorstand. Wir dürfen nicht irgendwie so aussehen, als seien wir ein Strohmann des Stifters oder so etwas. Ja? Und deswegen haben wir typischerweise gewisse Amtszeiten. Ja. Und am Ablauf dieser Amtszeiten entscheidet der Aufsichtsrat, ob wir unseren Job gut gemacht haben und ob wir für eine weitere Vorstandsperiode bestellt werden oder eben nicht. So ähnlich wie bei der Siemens AG das ja auch ist. Ja? Also genau das, so bilden wir das ab. Und so hat der Stifter auch eine gewisse Sicherheit von Anfang an, dass er sich jetzt nicht sein Vermögen auf ewig dem gleichen Organisation unter den gleichen Trägern anvertraut, sondern dass da ein flexibles Vehikel geschaffen wird, wo Leute seines Vertrauens sich einbringen können, aber Leute vor Ort auch einen vernünftigen Job machen, um die Rahmenbedingungen vernünftig zu bedienen. Verstehe. Und selbstverständlich muss dann das Stiftungsmanagement auch im Sinne und im Zwecke des Stifters und damit der Satzung handeln. Natürlich. Also wenn da zum Beispiel drinsteht, ich will nur Unternehmensbeteiligung erwerben im Bereich von Technologieunternehmen, dann darf man nur solche Unternehmen erwerben. Wenn da drinsteht, man soll keine weiteren erwerben, man soll nur eins halten, dann wird das eine halt verwaltet. Genau. Und da ist man ja auch nicht frei in dem, was man machen kann. Genau. Also als Stiftungsvorstand bin ich ja Organ der Stiftung, wie übrigens auch der Aufsichtsrat. Ja. Und damit ist meine Verpflichtung vorgegeben durch den Stiftungszweck, durch die Urkunde und durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja. Und im Grunde genommen ist es beim Unternehmen ja auch nicht anders. Das ist, wenn Sie so wollen, eine spezielle Stiftung. Nämlich, was ist der typische Zweck eines Unternehmens? Das Geld zu verdienen und an die Anteilseigner auszuschütten. Das ist der Zweck. Ja. Und bei einer Stiftung ist es ein bisschen breiter gestiftet. Da kann es eben sein, man muss das Vermögen verwalten und möglichst auch gewinnbringend verwalten oder erhaltend. Ja. Betreuen, das ist von der Strategie her unterschiedlich. Ja. Und was zusätzlich dazu kommt, das habe ich beim Unternehmen eben nicht, ist das sogenannte Begünstigungsmanagement. Ja, da steht zum Beispiel drin, wenn mir was zustößt, dann muss für meine Familie gesorgt sein. Genau. Ja, und das ist eine Komponente, die findet man bei keinem Unternehmen. Also ich kenne keinen GmbH-Geschäftsführer, der sich für die privaten Verhältnisse des Mehrheitsanteilseigners der GmbH interessiert und der sagt, okay, ich verstehe es als meinen Job. Auch noch die Gesellschafter. Die Gesellschafter zu versorgen und vielleicht, keine Ahnung, die behinderte Tochter dafür zu sorgen, dass die immer eine gute Betreuung lebenslang erfährt und so weiter. Oder dass man sagt, in einer Familiensituation sind Kinder, die nicht mit Geld umgehen können. Mhm. Ja? Und da wäre es eigentlich für das Familienvermögen eher schädlich, wenn die sich im Erbfall neben den sechsten Porsche neben den fünften stellten. Ja. Das will man vielleicht nicht. Ja. Ja? Und all diese Fragen, die kann man eigentlich nur mit einer Stiftung nachhaltig und langfristig und auch über die eigene Lebensperspektive hinaus vernünftig lösen, mit einer vernünftigen Mischung aus Grundsatzfragen, die man für ewig haben will, und anderen Dingen, die man variabel dem Zeitverlauf anpassen kann. Verstehe. Das heißt, Sie übernehmen die Vorstandstätigkeit, der Aufsichtsrat, ist das dann auch jemand aus Ihrem Team oder kann das der Stifter dann selbst machen? Also wir schlagen beim Aufsichtsrat eine mehrstufige, eine mehrgliedrige Sache aus, standardmäßig drei, immer können auch fünf oder sieben Mitglieder sein. Wichtig ungerade, damit klare Entscheidungssituationen entstehen.
Und wir schlagen typischerweise vor, dass eine Position vom Stifter selbst eingenommen wird und die beiden anderen Positionen von Berufsträgern. Also beispielsweise von einem Rechtsanwalt oder einem Steuerberater oder einem langfristigen Unternehmerfreund des Gründers. Ja, oder jemand, und von den beiden vielleicht einer, der sich gut in rechtlichen, steuerlichen, wirtschaftlichen Dingen auskennt und der andere, der die Familienverhältnisse gut kennt. Und sodass man sagen kann, wenn dem Stifter etwas zustößt, dann sind in den beiden Figuren des Aufsichtsrates gute Teile des Gedankenguts des Stifters auch dort mit implementiert. Ja. Ja, das sollten aber unabhängige Personen sein, ja, dass man eben da jetzt nicht wieder sagt, das sind nur Strohleute oder irgendetwas, wo der faktisch doch wieder eine Beherrschung irgendwie stattfindet. Nahestehen ist schon okay, aber es sollten eben nicht zum Beispiel keine eigenen Mitarbeiter sein. Das wäre zum Beispiel schlecht, weil die wären Weisungsempfänger des Stifters und das wäre dann wieder ein bisschen... Jetzt keiner, der immer den Stifter anruft und sagt, wie soll ich entscheiden? Genau. Sowas darf nicht sein. Genau. Das soll eben rechtstragend sein. Genau wie wir als Stiftungsvorstand, sage ich mal, da sollte man nicht irgendwelche Ja-Sager machen und irgendwelche Leute, die gewohnt sind, im Sinne eines Strohmanns alles zu unterschreiben, was man ihnen fortsetzt, sondern die sich ihrer Verantwortung, das ist eben unser Job, dass wir wirklich verstehen, Stifter, was tust du, was willst du, was willst du mit deinem Vermögen erreichen, was willst du mit deiner Familie erreichen? Das sind meistens die Dinge und vielleicht noch gemeinnützige Komponenten. Also wie ist was ist der Sinn deines Lebens, wenn man das philosophisch formulieren will? Das versuchen wir am Anfang bei der Gründung zu verstehen und mit ihm dann über die Zeit zu entwickeln, sodass die Stiftung im Grunde genommen ein guter Teil von diesem Lebenssinn, die der Stifter uns vorgibt, perpetuiert und weiterführen kann. Und dazu müssen wir von ihm lernen. Also wir verstehen uns als Lerner des Stifters, als Schüler des Stifters. Ja, wie viel Kontakt haben Sie da mit dem Stifter bei der Gründung? Also natürlich schon ab dem Zeitpunkt, ich habe das jetzt ja mehrmals mitbekommen, ab dem Zeitpunkt, wo der Stifter sagt, ich will eine Stiftung gründen. Ja. Das macht er natürlich mit dem Juristen, aber Sie müssen ja mit der Satzung gemeinsam auch ein bisschen Hinweise geben, was muss da rein und dann wird das weiterentwickelt. Wie viele Termine gibt es? Läuft das per Telefon ab, per Video? Fährt er immer nach Liechtenstein? Sind Sie oft in Deutschland? Wie funktioniert das? Ja. Also ich bin auch oft in Deutschland, natürlich, und überlege das gemeinsam mit der Stifterfamilie und wie sowas aufgesetzt werden kann. Der Weg ist der... Nach der Errichtung ist dieser Rechtsträger da. Ja. Und wichtig ist da, dass tatsächlich innerhalb der Stiftung, die auch so, tatsächlich so gelebt wird, wie das in der Stiftungsurkunde angelegt ist. Ja. Und da sind auch gewisse Formalien einzuhalten. Ja. Also dass man zum Beispiel sagt, der Aufsichtsrat lässt sich regelmäßig berichten, wie das im letzten Jahr gelaufen ist, wie bei der Siemens AG. Damit auch der Stifter. Da sitzt der Stifter dann drin. Also es ist häufig so, ist es eben so, dass es einmal im Jahr eine Sitzung gibt, wo der Stifter mit dabei ist und seine beiden Aufsichtsratsmitglieder oder auch weitere Aufsichtsrat und dann nach Liechtenstein kommt und wir dann als Stiftungsvorstand über das letzte Jahr zu berichten haben. Einmal in der Vermögenslandschaft, was hat sich da getan? Und in der Begünstigungslandschaft, was für Anforderungen kamen aus dem Begünstigtenkreis, wurden an uns herangetragen und so weiter. Und das berichten wir. Wir berichten da auch, was für Gebühren angefallen sind, welche Fees, ob die eingehalten wurden und so weiter. Und dann wird der Aufsichtsrat darüber informiert, kann uns dann eine Freigabe erteilen oder eben auch nicht. Und dann kann man eben auch noch gemeinsam mit dem Stifter diskutieren, Zukunftsprojekte. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel da in der Stiftung erstmal nur das Bankkonto im ersten Schritt durch ist. Ja, und dann kann man sagen, okay, der Stifter hat aber noch Immobilien oder eine Beteiligung oder so. Und wir haben 1-2 Jahre mit dem Bankvermögen vernünftig als Stiftungsvorstand gewirtschaftet und haben im Grunde genommen die Nagelprobe des Stifters bestanden. Dann kann der Stiftung sagen, und das Appetit kommt beim Essen, das ist genau das, was dann häufig passiert in der ersten oder zweiten oder Aufsichtsratssitzung, dass man sagt, ich habe aber noch folgendes Thema. Ja. Ich habe hier noch ein paar Immobilien. Können wir die nicht auch in die Stiftung? Ja, oder so. Und dann, da geht dann die Diskussion los, wie macht man das dann vernünftig? Da sprechen wir Sie dann ja auch an als Steuerberater. Wie kann man eine Vermögensüberführungstransaktion vernünftig begleiten? Genau, ja. Wie kann man, ist das ein Verkauf besser oder ist das eine Schenkung? Ja, nutzt man da 13 ABC? Erbschaftssteuergesetz oder wie ist das mit der Wegzugsbesteuerung? Können wir da irgendwas machen? Dass das, all die Themen, die Sie auch in Ihren Videos immer vorbringen. Das ist in Reinkultur das, was wir da ja machen. Der Kreis schließt sich. Genau. Damit schließt sich der Kreis. Wir sind ja nicht umsonst jetzt hier in Liechtenstein bei Ihnen. Genau. Okay,
Gut, gut. Und wenn ich mich jetzt informieren möchte, was nachlesen möchte zur Liechtensteinischen Familienstiftung, gibt es dazu einen Aufsatz, gibt es dazu ein Buch? Was kann ich mir da von Ihnen nochmal ergänzend zu Gemüte ziehen? Genau, es gibt mehrere Sachen. Es gibt einmal ein Buch, was Mitte Februar erschienen ist. Das nennt sich Souverän Vermögen schützen. Ja. Ist im Campus Verlag erschienen. Und das ist primär für die Zielgruppe Unternehmer und vermögende Privatpersonen ab 1 Million Euro aufwärts gedacht. Das ist so die Zielgruppe. Das habe ich zusammengeschrieben mit dem Gerd Kommer, der ist auch vielleicht dem einen oder anderen, der viel in YouTube unterwegs ist, bekannt. Kann man auch den mal sich anschauen. Der kümmert sich typischerweise um die Bewirtschaftung der liquiden Anlagen. Oder häufig, nicht immer, wenn der Stifter sagt, ich möchte meine Privatbank auch in der Stiftung dann wieder beauftragen. Dann geht auch das. Aber mit dem zusammen habe ich also dieses Buch geschrieben. Und dann gibt es ein weiteres Buch, das wird auch jetzt im Jahr 2021 aktualisiert. Das ist letztlich eine aktualisierte Version meiner rechtswissenschaftlichen Dissertation, die ich erstmalig 2013 veröffentlicht habe bei Nomos. Also das ist so ein juristischer Fachverlag. Und die kommt jetzt in 2021 neu raus, im gleichen Herausgeberkreis. Und das ist eigentlich primär gedacht für Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter, die sich für die Feinheiten der Vermögensübertragung oder auch der Besteuerung und all diese Dinge interessieren. Und das habe ich halt aktualisiert und ist auch jetzt zeitnah verfügbar. Aber für einen Unternehmer eignet sich eben das Buch Souverän Vermögen schützen. Genau. Wahrscheinlich überall erreichbar, erhältlich bei Amazon und dann einmal. Amazon, in allen guten Buchhandeln. Ja, okay. Ja, sehr schön. Super. Damit hätten wir so einmal das Stiftungsmanagement komplett durch. Mhm. Es werden noch zwei Videos folgen. Ein Video zum Teil, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es eben eine seriöse Stiftung ist. Stichwort Stiftungsmanagement. Mhm. Wie muss es strukturiert sein, damit es aus deutscher Sicht steuerlich anerkannt wird. Ja. Und ein Video, wo wir eben durch die drei Asset-Bereiche durchgehen. Ja. Also Immobilien, Portfolio, also Aktien und dann Unternehmensbeteiligung. Genau. Die Klassiker. So ist es. Super, alles klar. Herr Professor Gehake, vielen Dank. Sehr gerne.